Hey und Servus zusammen, willkommen zum heutigen Video und dem allerersten Q&A hier auf meinem Kanal. Die letzten Wochen hat der Flo mir in den Ohren gelegen und immer wieder gesagt, ey, hau mal ein Q&A raus, die Leute haben unglaublich viele Fragen. Ich habe eigentlich immer gedacht, jede Frage wäre beantwortet, weil ich ja antworte auf jedes Kommentar in Instagram, in YouTube und so weiter, habe gedacht, eigentlich will niemand mehr irgendwas wissen, habe trotzdem einen Aufruf gestartet in Instagram, in der Story und auch in YouTube und da kamen unfassbar viele Fragen, Leute. Was geht ab? Jetzt verlieren wir nicht zu viel Zeit und schnacken rum, starten direkt mal rein mit der ersten Frage und die Frage kam auch wirklich am häufigsten. Ist ganz interessant, dass euch das so interessiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen da kamen, aber es waren super viele, die alle in die ähnliche Richtung gingen. Reicht natürlich nicht. Ich habe einen ganz normalen 9-to-5-Job von Montags bis Freitags. Also diejenigen von euch, die dem Podcast Rollercoaster folgen, kennen das wahrscheinlich schon. Ich bettel mich da immer so ein kleines bisschen mit dem Flo. Ich gehe ganz normal noch arbeiten, wie gesagt, von 9-to-5. Viele von euch möchten auch wirklich wissen, was ich denn gelernt habe. Ich habe Informationswissenschaften studiert, mich dann ein wenig in die Online-Marketing-Richtung orientiert. Und arbeite jetzt bei einem der größten deutschen Automobilhersteller im Marketing bzw. in der Kommunikationsabteilung, Kommunikationsbereich, da auch hauptsächlich interne Kommunikation. Stimmt auch, also bevor ich in die Automobilindustrie bzw. meinen aktuellen Job gewechselt bin, habe ich für Highbike gearbeitet. Ehrlicherweise weiß ich gar nicht so genau, ob ich darauf aktuell Lust habe und ob ich das an Abonnenten und Views festmachen würde. Ich finde es spannend und finde es cool, aber ich finde es auch ganz gut, dass ich unabhängig bin. Also bedeutet, wenn eine Company um die Ecke kommt und sagt, ey, wir haben ein neues Produkt, hast du da Bock drauf, willst du es testen? Dann kann ich aktuell noch sagen, ja, habe ich Lust drauf oder nee, habe ich keine Lust drauf. Auch spannender Punkt, eigentlich ist das so unterschiedlich von Sponsor zu Sponsor. Die einen habe ich proaktiv angesprochen, weil ich Bock hatte auf die Firma, Bock hatte auf die Company. Bei den anderen sind die auf mich zugekommen, wir haben uns dann ausgetauscht und genau, dann irgendwie hatten wir beide Bock aufeinander. Ist bei meinen Sponsoren auch dasselbe. Ich suche mir die dann schon aus, beziehungsweise nehme auch nur die, auf die ich wirklich Lust habe und die auch irgendwie in das Channel-Konzept und hier irgendwie reinpassen. Von dem her bin ich da mega happy und für 2024 gibt es da auf jeden Fall auch noch das ein oder andere zu berichten. Da kommt schon noch ein bisschen was dazu, worauf ich mich mega freue. Aktuell habe ich mit der Firma Liat eine Kooperation für Klamotten, Helme etc. pp. Mit Sigma für GPS-Geräte und Beleuchtungssysteme, mit Feedback-Sports für Werkzeug etc. pp. Eine spannende Frage. Ich glaube, jeder sieht in seinem Content irgendwo Verbesserungspotenzial. Ich bin aber irgendwie auch ganz happy, dass das so läuft, wie es jetzt irgendwie gerade läuft. So ganz genau kann ich das gar nicht beantworten. Das hat angefangen mit einem ehemaligen Arbeitskollegen. Kumpels sind davor schon ein wenig Mountainbike gefahren. Wir haben uns dann damals Bikes gekauft. Ich habe mir einen Scott Voltage gekauft und mein Kumpel ein Kona Stinky. Also die Leute, die noch die Räder kennen, wissen, das ist schon eine ganz schöne Ecke her. Hi Toffer, ich denke, du bist vor der EMTB-Zeit normal gebiked. Was hat dich dazu gebracht, nur noch EMTB zu fahren? Du hast ja kein Gewichts- oder Fitnessproblem. Das muss man natürlich nicht haben, um E-Bike zu fahren, aber die meisten Dudes biken mit MTBs und haben halt ein EMTB, weil man sowas halt haben sollte. 2018 habe ich das erste Mal auf einem EMTB gesessen, 2019 hatte ich dann mein eigenes EMTB, war auch einer der ersten, der hier im Umkreis eins hatte, bin seitdem ein bisschen darauf hängen geblieben. Mir macht es unglaublich viel Spaß, weil ich finde, das ist so ein perfektes Rad zum Exploren. Man kann irgendwie überall unterwegs sein und neue Wege erkunden und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch geil, hier Hometrails und so weiter. Du brauchst keinen Lift, du brauchst keinen Shuttle. Du kannst einfach selbst die Uphills relativ schnell meistern und bezwingen. Du kannst dich selbst auch challengen, wenn es technische Uphills sind. Und das Ganze hat mir irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht, sodass ich irgendwie drauf hängen geblieben bin und aktuell auch nur noch EMTBs oder fast ausschließlich EMTBs am Start habe. Das Lustige ist, wenn man so oft EMTB fährt wie ich, ist es mittlerweile schon fast komisch, auf einem normalen Enduro-Bike zu sitzen. Das Ganze fühlt sich für mich dann schon nervös an. Ich bin schon mittlerweile ein Fan von dem Mehrgewicht auf dem Trail, liegt dadurch ein bisschen satter, ein bisschen besser vielleicht auch. Und ja, es ist eine Gewöhnungssache, wenn man ganz neu am Start ist, ist glaube ich so der erste Punkt, den man merkt beim Anbremsen nach Kurven. Es schiebt einfach ein bisschen mehr, ist einfach ein bisschen schwieriger von links nach rechts zu legen. Wenn man sich daran aber mal gewöhnt hat, dann
eskaliert man vollkommen. Ich kenne einige Leute, die vom Bio auf oder vom Enduro auf das E-Bike, E-Mountainbike gestiegen sind und jetzt sagen, ey, ich bin mit dem Ding safe in ganz vielen Passagen so viel schneller, weil es mir einfach mega viel Sicherheit liefert und bietet. Eine Frage, die mega häufig auch gekommen ist und ich habe gewusst, dass die Frage auch wirklich auftaucht. Was ist deiner Meinung nach aktuell der beste Motor für Full-Power-E-Bikes? Aktuell der geilste Motor, auf den ich am meisten Lust habe, muss ich ehrlicherweise gestehen, ist der Race-Motor von Bosch, Bosch Performance 6 Race, den ich ja in dem Pivot Shuttle AM jetzt ein bisschen länger schon fahren durfte. Ich weiß, der Race-Motor, der ist beastig, der ist brutal, der hat Power ohne Ende, aber irgendwie macht das Ganze schon Spaß, wenn man sich auch wirklich technische Uphill-Passagen raussucht. Finde ich mega geil, was ich noch super cool finden würde, wenn bei Bosch auch das ganze Autoshift und Freeshift irgendwann mal funktionieren würde. Das fehlt dem Motor noch, aber ich muss ehrlich gestehen, das ist doch aktuell für mich persönlich der geilste Motor. Oh, super schwierig. Ich bin niemand, der eigentlich anhand von Motorensystemen ein Rad kauft, sondern ich finde, man muss sich das Gesamtkonzept anschauen, passt da irgendwie alles für mich, passt die Geometrie, passt das Rad, fühle ich mich darauf wohl und der Motor spielt da irgendwie mit rein. Aber persönlich bin ich gar niemand, der nur aufgrund des Motors ein Bike aussuchen würde. Von dem her ist es schwierig zu beantworten. Wenn ich es jetzt beantworten muss, würde ich gerade sagen, dass ich Bosch gerade sehr interessant finde. Da kommt auch nochmal ein Video zu, weil ich finde jetzt mit der Einführung von dem ganzen Smart System super spannend, dass es unzählige Display-Lösungen gibt. Eigentlich auch die Hersteller ganz viele unterschiedliche Akkusysteme bzw. Akkugrößen wählen können. Ja, irgendwie ist das System mittlerweile, finde ich, ganz, ganz spannend. Und von dem her würde ich persönlich jetzt für mich gerade sagen, dass ich Bosch noch einen Ticken vor Shimano sehen würde. Auch eine super schwierige Frage. Wenn man auf so vielen Rädern sitzt, dann ist es gar nicht so einfach zu beantworten. Was mir natürlich schon von den Testbikes jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, ist das Pivot Shuttle AM. Finde ich ein super geiles Rad, macht mega viel Spaß. Das Orbea Wild hat mir mega viel Bock gemacht. Das Neue, das rauskommen ist, die würde ich sagen, sind auf ähnlichem Niveau, wobei das Orbea Wild nochmal ein bisschen abfahrtsorientierter ist. Ist ja eher ein Enduro. Und der dritte Platz, Rocky Mountain, würde ich auch noch mit dazu zählen. Das Rocky Mountain Powerplay, was ich gefahren habe, ist auch irgendwie ein super geiles Rad. Das hat mir auch richtig, richtig viel Bock gemacht. Also die drei sind auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Ich muss aber mit dazu sagen, mir hat eigentlich jedes Testbike super viel Spaß gemacht. Aber ja, die drei sind auf jeden Fall richtig, richtig gute Räder. Also es wird auf jeden Fall ein Bosch SX-Video kommen. Ich hatte ein Rad hier bei mir, bin das Ganze gefahren, ausprobiert und so weiter. Da war auch ABS-System verbaut, das teste ich auch, beziehungsweise habe ich auch ausprobiert, war damit einfach mal unterwegs. Ja, könnt ihr definitiv 2024 hier auf dem Kanal sehen. Wann testest du Pinion MGU? Auch 24. Mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Ich habe Bock zu exploren und in den Abenteuermodus zu gehen. Ich habe Lust, mehrere Abfahrten zu machen. Ich habe Lust, technisch anspruchsvoll auch nach oben zu fahren. Ja, es bietet mir einfach wahnsinnig viel Freiheit und aufgrund dessen macht es mir auch wahnsinnig viel Spaß. Aber 2024, Leute, werde ich auch wieder ein Enduro ohne Motor am Start haben, weil ich so 1, 2, 4, 5 Projekte plane, bei denen das Ganze wahrscheinlich notwendig wird, auch ohne Motor und ohne Akku unterwegs zu sein. Von dem her, seid gespannt, was es wird. Es wird dazu auf jeden Fall auch ein Video geben. Wirst du dir ein E-Gravel-Bike holen? Das Lustige ist, dass das wirklich wirklich der Fall sein wird. Da wird auf jeden Fall was kommen mit einem E-Gravel-Bike. Next question. Servus, Toffer. Wenn man nicht viel Zeit hat, welchen Trail sollte man um den Rechensee unbedingt fahren, beziehungsweise rund um den Rechensee fahren? Ganz einfach zu beantworten. Schöneben-Trail. Geiler Trail. Der Flo und ich waren ja auch schon da. Mega lustig. Der Trail ist unglaublich geil. Ich hätte jetzt sofort schon wieder Bock drauf, den runterzuballern. Also auf jeden Fall Schöneben-Trail. Eigentlich super schwierig zu beantworten. Es gibt so viele gute Trails, so viele gute Trailcenter beziehungsweise so viele engagierte Vereine, die geile Trails bauen. Von dem her kann ich das gar nicht beantworten. Was ich jedem mal nahelegen kann, ist ein Besuch in Finale Ligure, ein Besuch im Finchgau rund um Larch beziehungsweise Schlanders und in Deutschland
Eberbach. Eberbach war mega geil. Richtig schöne Enduro-Trails. Leute, was ist los? Einige von euch haben mir wirklich die Frage gestellt, ob es mal ein Community-Ride mit mir gibt, ob es 2024 wieder ein Community-Ride gibt und so weiter und so fort. Ey, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, super gerne, Santa Cruz, wenn ihr das seht. Haut mich an. Ich habe Bock drauf. Die Leute haben Bock drauf. Würde ich auf jeden Fall gerne hier auf dem Kanal vorstellen. Aktuell ist noch nichts geplant, aber who knows? Vielleicht sehen wir das ja im nächsten Jahr. Da muss ich auch gestehen, ich glaube, ich habe schon so viele Traumbikes getestet, dass es eigentlich wenig gibt aktuell, was ich gerne testen würde. Das Einzige, was ich wirklich noch nie gefahren habe, aber schon aufgrund des Namens so ein bisschen geile Vibes mitschwingen, ist Yeti. Und ich hätte mega Bock drauf, von Yeti mal das E-Bike zu testen und auszuprobieren. Oh, auch super schwierig, weil ich habe es auch gesagt, es gibt wenige Räder, die wirklich schlecht funktionieren. Was mich positiv überrascht hat, war der Hinterbau bei dem Shuttle SL, was ich mittlerweile vor einem bisschen über ein Jahr gefahren bin und getestet habe. Das hat ja eine 132 mm Federweg am Heck mit dem DW-Link, mit der DW-Link-Kinematik. Aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das hat viel Pop gehabt und für mich sich so angefühlt, als hätte es eigentlich mehr Federweg als diese angesprochenen 132 mm. Jetzt kommen wir zu den wichtigen Dingen und zu den Fragen, die auch sehr häufig gekommen sind. Und ihr seht es vielleicht, ich habe ja gar nicht mehr so lange Haare, aber die Fragen zielen auf jeden Fall in die Richtung. Mich interessiert, welches Haarshampoo du benutzt. Nächste Frage, wann gehst du mal wieder zum Friseur? Nächste Frage, wie pflegst du deine Haare? Nächste Frage, was lebt alles in deinen Haaren? Nächste Frage, wie lange hast du die Haare wachsen lassen? Leute, da ist nichts mehr. So mehr oder minder. Die sind ab, die Haare. Bedeutet, keine Tiere mehr in den Haaren. Shampoo, irgendwas, was da ist. Wann gehst du mal wieder zum Friseur? Ich weiß beim Friseur. Und wie pflege ich meine Haare? Täglich duschen. Das sind meine Tipps, die ich euch geben kann. Aber wir müssen uns jetzt, oder ihr müsst euch von den langen Locken verabschieden. Ich habe es in einem der letzten Videos schon als Integration drin gehabt. Ich trage jetzt schon seit längerer Zeit beim Biken immer wieder Shockwiz, die Kopfhörer, die einfach ja, easy peasy hier aufgesetzt werden können. Diese Knochenschall-Kopfhörer funktioniert für mich auch ziemlich gut. Die Ohren bleiben frei, ich kann trotzdem Podcast bzw. Musik hören. Also die habe ich immer mit am Stissel und mit am Start. Shockwiz Open Run Pro, diesen mit immer dabei. Und was ich eigentlich auch immer dabei habe an Gadgets, ist ein GPS-Gerät, ganz egal was für eins, ein kleineres für ja, die bekannten Runden zu Hause, beziehungsweise eine Nummer größer, wenn ich nicht genau weiß, ja, wie der Weg ist und Kartendarstellung haben möchte und so weiter. Wie gesagt, die zwei habe ich hier mit am Start. Zu dem Gerät kommt auch gleich noch was ganz Spannendes, weil ich habe ein kleines Gewinnspiel am Start auf Instagram. Helme, die mehrere Funktionen erfüllen. Man sieht es hier im Hintergrund, ich habe hier von Liat einen am Start mit abnehmbarem Kinnbügel. Also bedeutet, man kann einen Halbschalenhelm anziehen oder daraus ja, einen Fullface-Helm machen. Der ist sozusagen 2-in-1. Es gibt aber auch von Liat einen neuen Helm. Der ist dann schon 3-in-1, sieht man hier. Also ich habe den Kinnbügel hier schon abgenommen. Bedeutet, man hat einen Fullface-Helm, wenn der verbaut ist. Man hat so ein Jethelm, den ich relativ geil finde und gerne damit im Winter fahre und unterwegs bin. Und man kann daraus recht einfach, indem man hier die Teile von den Ohren abnimmt, einmal hier und einmal auf der Seite, Moment, zack, mal rumdrehen, so, die Ohrenteile hier abnimmt, hat man aus einem Jethelm relativ schnell hier einen Halbschalenhelm gemacht. Finde ich persönlich relativ geil, vor allen Dingen, wenn man wirklich nur einen Helm kaufen kann, kaufen will, damit öfter mal im Bikepark unterwegs ist, im Trailpark und ja einfach den Wechsel haben will oder bei warmem Wetter uphill mit einem Halbschalenhelm fahren möchte, weil es einfach sicherer ist und backup dann Fullface bzw. Jethelm. Also bin ich Fan von, finde ich geil und ich habe es eben schon angekündigt bei dem Sigma-Punkt, als ich den Sigma gezeigt habe, hier den ROX 12.1. Leute, bei mir in Instagram gibt es ein Gewinnspiel. Ich bedanke mich für 10.000 Follower, die ich da jetzt habe, mit, wie gesagt, einem kleinen Gewinnspiel. Es gibt einmal den Sigmarox 12.1 hier zu gewinnen, was mega geil ist. Und es gibt einmal diesen Helm hier zu gewinnen, diesen Convertible-Helm, also mit abnehmbarem
Kinnbügel und Jethelm-Funktion und so weiter und so fort. Und dann gibt es auch noch ein T-Shirt. Also, ich habe 3 Gewinner am Start. Freue mich da auf jeden Fall drauf, wenn ihr da Bock habt, dabei zu sein. Schaut auf Instagram vorbei, Toffer heiße ich dort. Und macht mit bei dem Gewinnspiel. Und mit ein bisschen Glück gehört euch dann entweder so ein Helm, ein Shirt oder ein GPS-Gerät. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich habe dich, also die Kamera, jetzt mal ganz kurz gedreht. Eben gerade Studio-Setup hier in meiner Zauberhütte. Jetzt hinter mir Werkstatt-Setup. Also bedeutet, ich habe mindestens mal 2, 3, 4 Aufnahmeperspektiven für die Zukunft, was mich mega freut für Videos wie dieses, was ihr heute seht, aber auch ganz viel anderes. Ich habe gedacht, das passt thematisch, weil zu der Hütte hier gab es ultra viele Nachfragen. Die Leute wollen eine Roomtour, die Leute wollen sehen oder ihr wollt sehen, wie das Ganze aussieht. Da muss ich sagen, das dauert auch noch ein bisschen, weil es gibt noch die eine oder andere kleine Baustelle hier, die ich noch fertig machen will, bis das Ganze in Perfektion steht und ich das dann euch zeigen kann und will. Aber ich habe jetzt einfach mal die Kamera gedreht, dass ihr, wie gesagt, auch mal hinter mir jetzt die Werkstatt seht. Und thematisch passt das Ganze ganz gut, weil wir kommen zum nächsten oder zur nächsten Frage von euch. Dein Lieblingswerkzeug, in Klammern, außer Multitool. Multitool ist schon eine sehr, sehr geile Erfindung. Ich bin mega happy hier mit dem Werkzeug von meinem Partner Feedback Sports. Aber was ja mehr oder weniger auch unter Werkzeug fällt, würde ich mal sagen, ist diese Dämpferpumpe hier. Hoffentlich sieht man das Ganze und es stellt einigermaßen scharf. Hier gibt es ja, von RockShox so eine Dämpferpumpe. Das Ganze digital, was ich super geil finde, weil ja, da sieht man einfach viel besser, wie viel Druck man auf der Gabel bzw. dem Dämpfer fährt und kann hier auf jeden Fall ordentlich feintunen. Weiß ich noch gar nicht genau, aber ich vermute, hier gibt es bestimmt mal Videos, wo ich irgendwas zusammenbaue, bastel, mache und tue. Safe, hundertprozentig. Ich plane ja auch eigentlich einen Livestream zu machen hier aus der Hütte. Hoffentlich klappt es. Mal schauen. Könnt ihr mal in die Kommentare hauen, ob ihr da drauf Bock hättet. Und die... Noch eine Frage dazu, jetzt fernab von den anderen. Kann ich in deine Werkstatt einziehen? Sorry, nee, funktioniert nicht. Jetzt kommen, glaube ich, ein paar Fragen zum Flo. Die ratter ich jetzt mal schnell runter. Flo, die gehen alle an dich. Da waren noch viel mehr Fragen, aber ich glaube, das ist schon gut. Die können wir schon mal mitnehmen. Wer fährt besser, Flo oder du? Ich glaube, Flo ist auf jeden Fall der, der besser springt. Der hat schon Bock aufs Springen und Jumpen und so weiter. Und ich bin dann doch eher der, der auf Naturtrails, Singletrails, Enduro-Trails Bock hat und da bin ich, glaube ich, noch ein bisschen flotter unterwegs. Aber der Flo ist ja hart am Trainieren. Der rennt ja jeden Tag 100 Kilometer und macht 37.000 Liegestütze. Also von dem her muss ich mich warm anziehen. Was schuldet dir Flo noch? Einiges. Ganz viel Zeit schuldet er mir. Und wie ihr wisst, Erotan, ein Erotan-Schlauch. Deswegen ist eigentlich auch die nächste Frage relativ frech, weil die kam vom Flo direkt. Wäre eine feine Geste von dir, Freeride Flo den Erotan zu schenken? Meinst du nicht? Leute, haut es mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich würde sagen, nein, Flo, der Erotan-Schlauch, den lieferst du ab, den will ich haben. Darauf bestehe ich, hau das Ding raus, ich will das bekommen. Nächste Frage hat auch damit zu tun, hast du von Flo deinen Schlauch schon zurückbekommen? Nee, natürlich nicht. Nächste Frage, die bezieht sich so auf die auch ganz am Anfang. Wie schaffst du es mit einem 40-Stunden-Job genauso viele Videos wie Flo zu machen? Ja, das müsst ihr Flo fragen. Ich glaube, der Dude zockt einfach zu viel Computer. Ja, allerdings wäre das nicht jugendfrei und von dem her gibt es aktuell kein weiteres Zerstörer-Flo-Video. Aber für 24 Leute haben der Flo und ich wirklich gemeinsam einige Projekte geplant. Also da gibt es sicherlich mehr als genug Zerstörer-Videos. Ich überlege zurzeit schon, ob ich mir einen größeren Rucksack zulege, um die ganzen Ersatzteile für den jungen Mann zu transportieren. Wie hältst du es mit dem Flo immer aus? Das frage ich mich auch jedes Mal. Was macht Freeride Frau beruflich, dass er sich so ein Leben leisten kann? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, sie hatte irgendwann mal im Lotto gewonnen und da einen sehr, sehr hohen Betrag, weil dieses Leben in Saus und Braus, das muss gegenfinanziert werden. Was war der beste und lustigste Trip mit Freeride Flo? Ehrlicherweise jeder. Also ich wüsste gar nicht, welcher Trip keinen Spaß gemacht hat mit dem Typ. Wir sind auf einer Wellenlänge, wir schwimmen auf derselben Welle. Von dem her, jeder Trip ist lustig und wir probieren das Ganze auch in unseren Videos zu transportieren. Was ist eigentlich mit Käsekuchen? Ja, das weiß ich auch nicht, hat jetzt schon länger keinen mehr. Ist ja so ein Running Gag, Käsekuchen.
muss ja sein. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwie am Anfang 2024 den ersten. Dann aber natürlich hoffentlich ohne Obst oder irgendein anderes Zeug drin. Alrighty, ich springe jetzt nochmal rüber in die andere Ansicht, Studio Setup. Leute, das war mein allererstes Q&A hier auf dem Kanal und ich freue mich wahnsinnig und ich bin mega stolz, dass so viele geile Leute mir so tolle Fragen geschickt haben bzw. eingereicht haben. Wenn deine Frage nicht dabei war, ey, sorry dafür, sorry. Aber du hast jetzt schon gemerkt, das Video ist einfach unglaublich lang und ich wollte es nicht noch weiter in die Länge ziehen. Also schreib dir deine Frage auf, notiere sie dir und hau sie wieder raus fürs nächste Mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Leute, euch einen guten Rutsch in 2024. Ich hoffe, viele Fragen wurden beantwortet. Viele Fragen sind vielleicht noch offen. Viele Fragen werden vielleicht 2024 durch die Videos geklärt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir ein Abo da, ein Like, Kommentar. Würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Und checkt nochmal das Gewinnspiel aus. Wie gesagt, es gibt ein Sigmarox 12.1 und einen Helm und ein Shirt zu gewinnen. Also drei glückliche Gewinner, die hier hoffentlich 2024 mit geilen neuen Produkten an den Start gehen können. Checkt dafür mein Instagram aus, da ist das Gewinnspiel. Und wir sehen uns, würde ich sagen, im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und macht's gut. Ciao, euer Toffer.